Hallo Freunde und willkommen zur neuen Folge hier bei Let's Play Anno 2070 auf dem Kanal Yabo LP. Wir spielen Kapitel 2, Mission 2 und legen auch direkt los. Meine Berechnung. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt so ein bisschen die Dinger ausgewertet und da scheint ein Virus drauf zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie weit ist die Analyse des Computervirus, Vater? Die Systeme überlasten langsam. Ich registriere immer mehr Werte im kritischen Bereich. Wir müssen abbrechen. Negativ, Professor. Ich bin kurz davor, den Ursprung des Computervirus zu extrapolieren. Wenn der Analysevorgang jetzt unterbrochen wird, sind alle gesammelten Daten wertlos. Ich kompiliere die Daten. Das Virus wurde von Energie deaktivieren. Datentransfer. Air-Systeme nicht verfügbar. Programm überschreiben. Deaktivierung initiieren. Vaters Programmierung sollte verhindern, dass er Menschenleben gefährdet. Ich glaube, der Computervirus greift seine KI an. Ich muss seine Systeme vom Core-Netzwerk trennen. Verdammt, ich komme nicht dran. Unvorhergesehene Konsequenzen in der zweiten Mission hier. Wir müssen verhindern, dass sich der Computervirus ausbreitet. Wir müssen Father die Kontrolle über die Systeme der Stadt entziehen. Meine Videoverbindung zu Dr. Bartok ist abgerissen. Das ist der Virus. Sie müssen sie finden. Wir brauchen sie. Okay, also was möchte er? Selektieren Sie ein Gebäude, um Doktor herzustellen. Was mit dir? Achso, wahrscheinlich weil voll, ne? Dr. Tori Bartok. Zugriffsberechtigung auf sämtliche Systeme verweigert. Subjekt wird als Bedrohung eingestuft. Subjekt wird eliminiert. Father ist ja völlig unzurechnungsfähig. Was sollen wir tun? Da, ein Notruf aus Core. Das könnte Dr. Bartok sein. Okay, was soll ich jetzt machen? Handel mit Father im Krieg nicht möglich. Lokalisieren Sie den Ursprung des Signals. SAAT kann es sich nicht leisten, Father zu verlieren. Wir müssen den Computervirus stoppen, bevor er alle Systeme infiltriert hat. Okay, und wie mache ich das? Bitte melden. Hier spricht Dr. Bartok. Endlich. Es geht mir gut, keine Sorge. Einige Kollegen und ich konnten uns hierher retten. Wir werden das Gebäude als Operationsbasis benutzen. Wir müssen versuchen, Father vom restlichen Netzwerk abzukoppeln. Aber dazu brauche ich einen funktionierenden Computer. Und vor allem Energie. Fünf Tonnen Rohöl. Da gab es früher eine Ölquelle in der Nähe meines Tiefseelabors. Sie wurde vor Jahren verschüttet, aber das ließe sich beheben. Okay. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ja, Maul. Also, wir sollen einen Aqua-Detonator in Empfang nehmen. Dafür brauchen wir jetzt unser zweites Schiff, wo sich das auch immer noch mal befindet.
Hier oben, glaube ich. Ja, da ist es. Dann gehen wir hier hin. Einmal untertauchen, bitte, und dann hier rankommen. Doch nicht? Doch, ich soll doch hier hin. Hallo? SAAT kann es sich nicht leisten, Father zu verlieren. Wir müssen den Computervirus stoppen, bevor er alle Systeme infiltriert hat. Hm. Ach so, hier oben. Ah, ich Idiot. Ich soll das hier oben holen. Okay. Jetzt hätte man mir auch mal sagen können. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun. Mit einer kontrollierten Detonation können Sie die Ölquelle vielleicht freilegen. Dann probieren wir das doch mal. Jetzt müssen wir aber wieder runter, ja? Da, ah, okay, hier müssen wir hin und das Ganze dann detonieren, ja? Ich wusste, dass es klappt. Jetzt müssen wir das Öl nur noch mit einer Ölplattform fördern. Riesenfolges Gebäude, Ölplattform. Bauen? Ne, das müsste hier bei den Techs sein, ne? Kerosin. Da, Ölplattform. Tada! So, Ölplattform gebaut. Mit ihrem Tiefseekonto verbinden. Achso, das müssen wir auch noch machen. Natürlich müssen wir das noch machen. Was für eine Frage. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Dann hör auf, mich zu drängen. Wenn du es nicht willst. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass das Ding hier ein paar Tonnen Öl bringt, ja? Ach, da sind sogar schon. Sehr gut. Da. Auf geht's zum Kontor von der aktuelle Status? Dr. Bartok. Und wir bringen Rohöl mit. Hier muss es doch auch irgendwo eine Schnellaktion geben, irgendwie auf die Schiffe zugreifen zu können, oder? Muss ich die wirklich immer suchen? Schnell! Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen, nicht wahr? So sieht's aus. Sie sind eine Gefahr für diese Stadt. Sie muss vor ihnen geschützt werden. Ich glaube, das ist nicht so geil. Ich habe vor, Gebäude für Gebäude vom Netz zu nehmen. Aber dafür muss ich erst unsere Operationsbasis sichern. Okay, beliefern Sie Dr. Bartok mit Carbon. Errichten Sie in Delta-Komplex Ölraffinerie 01, 0 von 1, Carbonfabrik und liefern Sie 5 Tonnen Carbon. Okay, das heißt, du kommst jetzt wieder zurück, mein Schiffchen. Was ist denn hier? Naja, gut. Also, wir sollen bauen. Bei den Techs nehme ich mal an. Was war das jetzt? Eine Ölraffinerie, genau. Hier, ne? Ölraffinerie. Die bauen wir hierhin.
Und Kerosinfabrik. Baue ich direkt mal hier so hin. Ich hoffe, da komme ich mit dem Weg durch. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Du brauchst Öl. Du brauchst das... Ne, Moment. Du brauchst Rohöl, machst Öl. Und du brauchst Öl und machst Kerosin. Das heißt, wir müssen doch jetzt wieder so eine Handelsroute einbauen, oder? Der bringt Essen. Ah ne, das können wir, glaube ich... Huch. Nein. Ich will hier raus. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Du tust, was ich sage. So. Du nimmst das... Nein. In 10er-Packs. Rohöl mit. Ich kann halt noch kein Schiff bauen. Das ist jetzt das Problem, ne? Er verlädt und zack, geht wieder los. Er holt sich immer nur eins? Ernsthaft? Dauert das immer so lange, bis das... Hm, naja. So. Und verladen. Zack, geht's hier los. Jetzt kommt das Teil hier. Da unten fährt er. Was so aussieht wie so ein Motor. Die können sogar ineinander fahren. Das ist Hightech ohne Ende hier. Und zack. Bringt er das jetzt hier in die Raffinerie. Mal gucken, ob da nur eins kommt oder ob der direkt alle fünf macht. Produktion gestoppt. Warum? Ach so, ich brauche gar kein Kerosin, ich brauche Carbon. Moment mal. Wo mache ich denn Carbon? Ja, ich verstehe. Ich brauche das Ding nicht, ich brauche irgendwas anderes. Carbon, Flughafen, U-Boot, Shelf, Gezeiten, Forschung, Aktivität, Kerosin, Carbon. Da ist er. Beeilung bitte. Die Zeit drängt und das Rohöl muss auf Ihrer Insel noch zu Carbon verarbeitet werden. Ja, ich weiß. Da bin ich doch gerade bei, du. Analyse der aktuellen Situation. Warnung. Sicherheitsrisiko Stufe 4. Versorgung mit Waffen empfohlen. Okay. Sicherheitsstufe 4 klingt schon mal ziemlich schlecht. Eisenerz. Eisenschmelze. Munitionsfabrik. Also wir sollen noch ein Eisenerz, eine Eisenerzmine bauen. Ich nehme mal an, dass wir diese hier oben bauen müssen, ne? Dazu brauchen wir... Munition. Hier haben wir nur die Kohlemine. Wo haben wir denn die Eisenerzminen? Bei den Ecos? Da ist sie. Eisenerzmine. Zack. Gebaut. Und muss sie verbunden werden? Kann ich mal hier gerade gucken? Ja, die muss verbunden werden. Dann bauen wir doch da schon mal eine Straße. So. Und dann brauchen wir jetzt noch eine Eisenschmelze. Die können wir auch direkt hier hinbauen. Bleiben wir bei den Ecos mal. Eisenschmelze. Und dann können wir doch hier bestimmt auch direkt die... Ach, hier wäre es auch gewesen. Munitionsfabrik bauen. Ihr Verhalten ist angemessen. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Windkraft.
müsste ich doch hier eins hinsetzen, oder? Fischproduktion immer noch kontaminiert. Lade Maßnahmenkatalog zur Entwicklung eines Antibiotikums. Überlappung reduziert auf 80, 81, 82. Aha. Spiel gespeichert. So. Jetzt muss ich da erstmal wieder ein bisschen Energie haben, ne? Okay. So, wir sollen Dingens wegbringen. Carbon. Fünf Tonnen Carbon nach hier oben, ja. Geht klar. Jetzt haben wir auch Munitionsfabriken, beziehungsweise eine Munitionsfabrik, die jetzt hier fleißig arbeiten soll. Unser Holzlager ist voll, wir machen nichts aus dem Holz, ja. Nehmen Sie Eves Fangnetz aus dem Konto an Bord Ihres Schiffes. Moment, komm mal wieder zurück. Ich habe hier doch noch eine Sidequest. Komm schon, fahr schneller, du blödes Schiff. Ardent. Ich denke, du bist so schnell. Fahr! Mein Gott noch. Hopp, 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 hopp. Da kommt's. Fischernetz. Zap. Kontrollgruppe für Tests erforderlich. Testobjekt frischer Fisch benötigt. Ah, jetzt müssen wir sogar nach hier oben. Saurer Boden, sinkende Ölbilanz. Wie kann ich denn das hier wieder hochkriegen? Wie kriege ich denn die Ökobilanz wieder nach oben? Gibt es dafür Gebäude? Gibt es irgendwo Gebäude, die dieses Öko-Gedings wieder nach oben machen? Erzeugt Energie. Verbessert die Ökobilanz. Plus 15. Wo baue ich das hin? Muss die auch angeschlossen werden? Ich baue die jetzt mal hier hin. So. Ökobilanz. Werte steigen. Ja, ich weiß. Dafür sorge ich ja gerade. Ah, das darf sich auch wieder nicht überlappen. Ist aber kein Thema. Kann ich hier trotzdem hinbauen. 89%. Machen wir es hier hin. Da haben wir 92%. Und das muss, denke ich mal, angeschlossen werden. So. Wie sieht's hier aus? Fangnetze raus. Ich könnte ja eigentlich mal eben hier das Zeug auch wegbringen. Es liegt ja jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, dass dann nicht alles direkt hier beendet ist. Es liegt ja auf dem Weg. Haben Sie alles in die Wege? Die Schutzmechanismen sind eingerichtet. Nun müssen wir ein Antivirus entwickeln und in die befallenen Systeme einschleusen. Aber das kann ich nicht. Nicht allein. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Achso, das ist gar nicht das Schiff. Ich dachte, das wäre das jetzt hier. Entwickeln Sie in Ihrem Forschungslabor folgende Module Antibiotikum. Alle Parameter korrigiert. Erforschung des Antibiotikums jetzt möglich. Zap. Modul fertiggestellt. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Sehr gut.